Hallo meine Bärchen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Harveys Neue Augen. So, letzte Runde, yay! Letzte Folge war es. Ich weiß nicht, wie dieses Geheimnis zu lösen ist. Ich war echt in jedem Raum. Dieser Folge wird wahrscheinlich ein Zusammenschnitt von Ereignissen, die ich in diesen Stunden jetzt herausfinde. Also, viel Spaß bei euch und wir sehen uns bis nachher. Ersten Blick, Sarah. Aber Lilly, wenn die anderen... Oh, okay. Und da habe ich gerade ein Brett gefunden in der Abhörkammer. Da können wir dann höchstwahrscheinlich Garrett später einfangen, weil nach dem, was wir hier hören... Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Ponys. Gut, dass wir nicht an Ponys denken, sondern an ein Brett, das wir jetzt in unserem Inventar haben. Okay, gut. Weiter geht's. So, und da ich in der ersten Folge ja gesagt habe, ich mache das wirklich blind, also ich kenne ja nur Edna Brecht aus, mache ich das hier gerade mit dem allen überhaupt durch die ganzen Zimmer nochmal durchgehen und eventuell ein bisschen nachhelfen. Aber ich werde mir jetzt nicht bei anderen YouTubern oder bei anderen Videoaufnahmen anschauen, wie die das gemacht haben, sondern ich möchte meine eigene Lösung finden. Und darum mache ich das hier gerade alles. Letzte Hoffnung, die obere Etage. Lilly musste aufpassen, dass sie den Spieß nicht ins Auge bekam. Unfälle passierten so leicht. Oh mein Gott. Das ist klein genug, um hinter die Masken zu kommen. Oh mein Gott, als ob ich da nicht früher schon drauf gekommen wäre. Huhu. Augen sind weg. Auf zu den Masken. Das war jetzt nämlich der letzte Raum, wo ich drin war. Und ich hoffe, dass ich das jetzt machen kann. Wir versuchen das erst beim Kronleuchter. Nein, erst bei den Masken. Verdammt! Damit kam Lilly zwar in die Löcher, aber sie konnte die Schrauben nicht drehen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Oh nein. Verdammt. Nein. Sie. Verdammt. Oh, nicht nochmal. Okay, das war's. Ich habe keine Ahnung. Versuchen wir es beim Kronleuchter. Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Und solange Lilly keinen triftigen Grund hatte, musste sie dieses Risiko auch nicht eingehen. Oh mein Gott! Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Nein! Lilly hatte... Nein, Lilly warum? So reumütig... Es ist einfach der perfekte Aufspießer. Für dieses Meerschweinchen. Aber warum macht sie das jetzt nicht? Warte, vielleicht macht Birgit das. Oh mein Gott. Ich habe es vielleicht endlich hinbekommen. Wo war sie noch gleich? Ich hab's vergessen. Ah, okay, wir sind richtig. Yes. Perfekt. So, Birgit, mach du. Ich bin jetzt durch. Lenk mich nicht ab! Ich brauche das perfekte Motiv! Ein Tier, das wichtig. Ja, ist okay. Da. Lilly hatte Angst. So. Ja, okay. Was soll das sein? Ein Tier? So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken, weißt du denn? Sie stecken auf einem Sockel. Ja, aber da ist ja der Sockel. Oh, 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 ich hab die Idee. Wir geben das Shawnee.
Wir brauchten ja immer irgendwas, um ihn zu beeindrucken. Da. Shawnee schien Lili... Warum nicht? Da. Shawnee, Lili... Oh Mann. Lili durfte nicht mit Sachen spielen, die... Aber das... Jam. Ich werde noch verrückt hier. Lili durfte... Schon, Lili muss... Lili musste auch unfett... Lili hatte Angst, so ungeschickt, wie sie sich reumütig... Vielleicht macht es ja die Kantinenfrau. Jetzt schlägt's aber dich! Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na was? Darf ich das? Ich brauche etwas. Oh, perfekt. Ja. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Sehr gerne. Ich danke dir mit all meinem Herzen, Doris. Auch wenn ich nur eins habe. Aber das reicht ja. Oh Gott, ich bin ja so froh. So, Birgit, wir können endlich weitermachen. Da, nimm deinen komischen... Lili fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Ja! Birgit! Nimm! Nimm und strick! Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Ja. Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Lili versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Ja, das ist schön. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Gut. Ja, wir haben es geschafft, endlich mal Birgit ihr komisches Tiermotiv hinzugeben. Den Sprengzünder, da müssen wir garantiert noch zu Memphis bringen. Glas mit Alkohol. Die Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Ew. Oder wie der Tankstöpsel des Rasenmähers, mit dem Lili so gerne spielte. Das ist ja eklig. Gabo, möchtest du das haben? Behalte deine Sachen lieber für dich. Okay. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Ja. Sehr, sehr hart. So um die 2 Staffeln, wollte ich gerade sagen. Staffeln ist ja auch schon gut. Folgen natürlich. Wir geben es Swanny einfach. Vielleicht wird sie ja betrunken. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lili musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ich dachte, wir könnten ihn betrunken machen. Und dann können wir ihn so ein bisschen... Naja. Naja, was man halt macht, wenn man... Was macht man denn, wenn man betrunkene Leute findet? Vielleicht braucht Memphis ja so ein bisschen. Was ist das? Was hast du da? Ach, weißt du was? Okay, bleib mir einfach. Okay, ja, bleib mir einfach von Leibe. Du mich auch. Das war der Pet. Was ist das? Anderes. Okay. Was machen wir jetzt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht ist Birgit ja schon fertig. Gucken wir mal. So. Ab in den Klosterflur. Da war der Fall. Schon fertig? Oh, Birgit, du bist aber schnell. Dankeschön. Dann bringen wir das doch gleich der Oberin. Ich bin so aufgeregt. Ich muss unbedingt wissen, wie mein neues Banner angekommen ist. Okay, das werde ich dir gleich sagen. Das werde ich dir gleich sagen.
Die Oberin ist bestimmt mega erfreut über das Meerschweinchenbanner. Da. Nimm. Flop. Ah, endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Dreckig. Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Doch. Oder etwa doch? Ja, doch. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, warte. Oh. Die kann aber was erleben. Oh, 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 oh. Nein, was macht sie jetzt? Ich muss hinterher. Oberin. Das muss ich miterleben. Ja! Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber... Keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deine ganzen Auszeichnungen, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Nein. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid. Ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Oh, sie hat's aufgemacht. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Oh. Also irgendwie tut sie mir überhaupt nicht leid. Grizzlybär-Modell, Igel, Pferdestatur, der Hirsch. Nehmen wir jetzt einfach mal alles mit. Raufaserleinwand. Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen. Was? Lilly liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Oh, sie wusste schön. Aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Ups. Okay. Starrer Schwein, Grizzlybär. Und der Hirsch. Das machen wir höchstwahrscheinlich alles dem Alten. Oder geben wir alles dem Alten. Hoppala. Die Tiermotive waren für Lilith. Die Oberin liegt aber selbst... Ja, ja, ja. Wollen wir es das nehmen? Lass das! Das brauche ich als Vorlage. Lilly hätte Birgit gerne Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Ah, so gehässig. Hat sie schon fertig? Nein. Okay. Da werden wir höchstwahrscheinlich nächstes Mal noch ein bisschen mehr Spaß bei haben. So. Bei dem habe ich zwar immer noch keine Ahnung, was ich da alles hinpacken muss. Warte, gucken wir mal. An diesem speziellen Tag, an dem die Tempelritter, an dem ich die Tempelritter half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Also er war nicht wütend und nicht traurig. Fröhlich und traurig, meine ich. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane und oder fröhlich über eine Kokosnuss. Oh, ich verstehe das nicht. Das ist doch alles... Vielleicht kann mir ja der Alte dazu ein bisschen was sagen. Erinnert er sich vielleicht ein bisschen. Ohoho, dieser Grizzly macht aber einen kräftigen Eindruck. Das erinnert mich an einen Tag, an dem ich Stärke gezeigt hatte. Aber davon gab es viele, wenn auch nicht in letzter Zeit.
Um mich an Details zu erinnern, bräuchte ich schon noch etwas mehr Hilfe. Stell die Sachen doch einfach dort drüben ins Regal. Dort habe ich mir nämlich eine Erinnerungsstütze gebaut. Und sprich mich nochmal an, wenn die Erinnerungsstütze komplett ist. Okay, dann brauche ich erst noch die... Das war die... Wenn eine... Da brich mich nicht. Erst noch die Masken. Und dann können wir ihnen da immer was reinstellen und immer dazu fragen, an welchen Tag er sich denn daran erinnert. So, ich hoffe, nach dem ganzen Zusammenschneiden wird das doch eine nicht allzu langweilige Folge, weil wir haben es weitergebracht. Ich bin voll stolz auf mich. das eine Video... Oh, mein Video ist gerade nämlich... In der Zeit hat nämlich mein Video gerendert und das werde ich gleich veröffentlichen auf das Samstagsvideo. Ja. Jetzt habe ich schon wieder einen Satz angefangen, obwohl ich den anderen Satz noch gar nicht zu Ende gebracht habe. Das ist wieder so typisch ich. Okay. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Beim nächsten Mal werden wir dann irgendwie versuchen, die Masken herunterzubekommen. Mal schauen, wo wir das machen. Oder wie wir das hinbekommen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Man sieht sich. Bis dann. Tschüss.